Hey Moonies, es ist wieder mal an der Zeit für eine Review bzw. für ein Intro-Video, weil etwas ganz Tolles ist endlich passiert nach der langen Wartezeit, denn das ist erschienen, der Sailor Moon Manga in der Eternal Edition. Ja, viele haben es für ein Gerücht gehalten, aber ihr habt euch getäuscht, sie ist endlich da, die tolle Edition. Und sie ist jetzt am 5. März offiziell erschienen, einige haben schon zuvor bekommen. Und viele fragen uns, was ist das, wenn ich zum Beispiel den Manga habe, brauche ich den noch? Diese und weitere Fragen gibt es in diesem Video als Antwort. Die Geschichte von Sailor Moon in Deutschland greift ja bis in die 90er Jahre zurück und damals, so circa Ende der 90er Jahre, gab es den ersten Manga von Sailor Moon, und zwar ist es der hier. Aufgeteilt in 18 Ausgaben gab es den Manga damals zu kaufen und er war recht westlich angelegt. Das bedeutet, dass die Leserichtung von links nach rechts war, so wie wir es von Comics kennen. Die Übersetzung stammt nicht direkt aus dem Original Japanischen, sondern wurde aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt. Was wiederum hier und da ein paar kleine Fehler einbrachte, und die ganze Übersetzung war sehr nah der deutschen Anime-Adoption angelehnt. Sprich, die Namen, die Sprüche etc. waren so wie in der Anime-Serie. Man darf nicht vergessen, damals war Anime recht neu in Deutschland, im deutschsprachigen Raum generell, und man hat natürlich versucht, es eher so zu machen, wie man es schon kannte, also westlich. Von daher war das lange Zeit natürlich die einzige Möglichkeit, den Sailor Moon Manga zu genießen, bis dann 2005 die Lizenzsperre weltweit kam und Sailor Moon irgendwo vergraben wurde leider. Dauerte es jahrelang, bis irgendwie da was passierte. Heute sind diese 18 Bände teilweise echt sehr begehrt, vor allem die letzteren werden zu hohen Preisen noch auf eBay und Co. Verkauft. Aber in Japan ging es ja dann schon weiter. 2003 gab es dann den Manga, den wir jetzt hier haben, den vielleicht die meisten von euch kennen, die Re-Edition. Die wurde damals 2003 zum 10-jährigen Jubiläum angekündigt, weil auch zu dieser Zeit die Live-Action-Serie von Sailor Moon in Japan gestartet wurde, und so kamen die Mangas in Japan wieder im Handel. Es ist in Japan etwas anders wie bei uns, dass wenn wir uns hier Mangas kaufen, dann behalten wir sie ja in der Regel. In Japan ist es eher nicht so, da ist es schnell eine Wegwerfware, und daher war es legitim in Japan, dass man in den 2000ern nochmal die Mangas rausbringt, weil einfach wieder viele Jahre vergangen sind, so rum. Und die Leser keine Chance hatten, sich die Mangas zu holen. So, 2003 in Japan gestartet, dauerte es fast 10 Jahre, bis es hierzulande wieder erschien. Und zwar im Jahr 2011 wurden die Manga wieder neu angekündigt. Und das Tolle an diesen ist, dass diese erstens von der richtigen Leseart von hinten nach vorne sind. Es wurde eine komplett neue Übersetzung angefertigt, direkt aus dem Japanischen, und die Aufmachung ist anders, weil die alten waren ja von 1 bis 18 und die sind von 1 bis 12, die reguläre Geschichte. Denn da gibt es noch die Short Stories, zwei Bände, und Sailor V, also Sailor V gab es auch noch. Aber wir befassen uns heute nur mit dem. Nicht nur die Leserichtung und die Übersetzung ist anders, sondern Farbseiten. Das gab es ja damals nicht. Damals gab es ja nur den Umschlag in Farbe und drinnen war halt alles schwarz-weiß. Hier sind die ersten Seiten immer Farbseiten gewesen. Ich zeige euch jetzt mal eine. War dann schon ein tolles Gimmick. Viele haben uns auch gefragt, ob der Inhalt anders ist. Nein, ist er nicht. Weil, warum gab es damals 18 Ausgaben und dann gab es 12? Ganz einfach, die Kapitel wurden anders verteilt. Hier in der Re-Edition war es von Kapitel 1 bis Kapitel 6 und in der alten Edition war halt eins weniger.
Und irgendwann summiert es sich und so entsteht eine Veränderung. Also von der Geschichte hat sich nichts geändert. Was sich aber geändert hat neben der Leserichtung, Übersetzung, Aufteilung ist, dass Naoko Takeuchi, die Erfinderin von Sailor Moon, nach so vielen Jahren die Gelegenheit hatte, vieles aufzuhübschen, sage ich mal. Und so kann es durchaus vorkommen, dass in der Re-Edition einige Manga-Paneele etwas anders sind oder etwas detaillierter gezeichnet sind. Ist auch schön, dass nach so vielen Jahren da was passiert. Für uns ist ja die Re-Edition gefühlt vor ein paar Jahren erschienen. In Japan, darf man nicht vergessen, Anfang der 2000er, bei uns Anfang der 2010er. Was wiederum bedeutet, wir haben wieder eine große Zeitspanne, wo die Japaner keine Gelegenheit hatten, sich die Sailor Moon Manga durchzulesen. So, was passierte? Und zwar, es war wieder Jubiläum, es war das 20-jährige Jubiläum von Sailor Moon und so erschien dann die sogenannte Kanzenban-Version. Das ist ein Produkt, das sich eher an Sammler richtet, ist etwas edler und so ist auch die Aufmachung von dieser Auflage, der sogenannten dritten Großauflage. Von der Größe her, ich stelle mal beide nebeneinander. Ihr seht, die hier ist etwas größer. Wie unterscheidet sie sich? Es sind mehr Farbseiten drin. Also die wir auch aus den Artbooks kennen. Und auch hier wurde natürlich etwas schöner gemacht. Und hier ist die Aufteilung auf statt 12 wie von der Re-Edition auf 10 Stück. Auch hier wiederum, je dicker, desto verschieben sich die Kapitel. So, das gab es circa 2014, 13 wurden die angekündigt, erschienen. So, es war natürlich eine Frage der Zeit, bis sie auch bei uns erscheinen. Und 2020 ist es endlich soweit, hier ist sie, die Re-Edition. Oder wie sie bei uns jetzt heißt, die Eternal Edition. So viel verschiedene Namen, aber ich finde es recht praktisch, weil Eternal, ihr wisst, Sailor Moon Eternal, der Film, kommt ja bald. Und auch hier ist die Aufmachung sehr schön. Wir Fans konnten ja vor einigen Jahren beim Egmont Verlag auf der Facebook-Seite abstimmen, was wir gerne hätten. A5-Version mit Hardcover oder A4. Durchgesetzt hat sich die A5-Version auch hier sehr schön. Ich glaube, man sieht es etwas mit diesem sogenannten Glitter, den Prism Glitter. Gab es beim japanischen Original auch. Ja, man sieht's. Ich finde es natürlich etwas edler, dass es in Hardcover-Version ist. Das macht sehr viel wertiger, finde ich. Und es ist ein ganz anderes Lesererlebnis, weil Naoko Takeuchi zeichnet ja sehr detailreich und sehr filigran alles. Und durch die größeren Manga-Paneele kann man natürlich viel mehr Details entdecken. Und es fühlt sich einfach wie ein vollwertiges Buch an. Also das gefällt mir sehr gut, was Egmont da umgesetzt hat. Und das macht uns natürlich in dieser Version einzigartig auf der Welt. Weil Hardcover hat bisher noch kein Land. Also ist wirklich ein Sammlerstück, was auch irgendwo den Preis von 25 Euro rechtfertigt. Wer natürlich nur die Geschichte lesen will, den empfehle ich die Re-Edition. 6,50 Euro ist ein fairer Preis für Manga. Wer aber wirklich aus Sammlerherzen die haben möchte, ja, kostet halt leider etwas, aber es gehört dazu, finde ich. Wenn man Sailor Moon Sammler ist, kann man sich das schon gönnen. Denn vor allem, es erscheint eh so wenig hierzulande und dann sollte man das schon supporten, denn Angebot und Nachfrage dominiert alles. Viele von uns, die schon das Manga haben, haben gefragt, warum sind hinten leere Seiten? Wurde in der Druckerei was falsch gemacht? Es gibt kein offizielles Statement dazu, es gibt nur Theorien, die eigentlich recht logisch sind, weil bevor diese Edition erschien, wurde angekündigt, dass es redaktionellen Inhalt geben wird, der hier fehlt. In Amerika zum Beispiel, die haben ja auch die Eternal Edition, ist ganz hinten redaktioneller Inhalt und zwar werden da einfach Fachbegriffe
erklärt, was Odangos sind, etc., die halt im Manga vorkommen, wurde auch schon in der amerikanischen Re-Edition gemacht. Ich zeige es euch mal kurz, wie es aussieht. Also sogenannte Translator Notes, wo man ganz einfache Begriffe erklären kann. Und das gibt es bei uns leider nicht. Keine Ahnung warum. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es seitens Japan noch ein Veto gab. Schade, leider. Aber dafür sind wir auch hier da vom Sailor Moon German Team, um euch zu informieren. Falls ihr Fragen habt, einfach über unsere sozialen Netzwerke fragen oder einfach eine E-Mail an info@sailormoongerman.com senden. So, viele haben auch gefragt, ja, ist die Übersetzung 1:1? Zu 90% ja. Ich habe mir ein paar Passagen angeschaut und mit der deutschen Re-Edition durchgecheckt, gegengecheckt. Es ist großteils eine gleiche Übersetzung. Ich meine, es wurde ja damals auch aus dem Japanischen übersetzt und jetzt hat man es nochmal aus dem Japanischen übersetzt und es sind schon ein paar kleine Feinheiten. Und eine Eigenart, die mich sehr verwundert hat, ist, in der 90er-Serie hieß er ja der Heilige Silberkristall. In der Re-Edition und dann auch bei Sailor Moon Crystal, weil es war die Vorgabe, es soll alles so übersetzt werden, wie es hier drin ist, hieß es der magische Silberkristall. Und jetzt, in der Re-Edition, heißt er der mystische Silberkristall. Ich habe mir die Translators Notes durchgelesen und da wurde auch Bezug drauf genommen, also im Englischen jetzt, dass Mabou no Ginzisho, ich kann es nicht korrekt aussprechen, tut mir leid, man es so oder so übersetzen kann. Das ist natürlich wieder die Freiheit, die ein Übersetzer hat. Durchgezogen gehört es nur. Eine Kontinuität muss geschaffen werden. Genau. Die Eternal Edition wird jetzt auch weiterhin hierzulande erscheinen bis Ausgabe 10. Wir sind schon sehr gespannt. Denn in Japan ging es ja dann auch noch weiter. Ich meine, hallo? Es musste ja weitergefeiert werden. Es gab auch noch eine neue Auflage, die vierte mittlerweile in Japan, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das früher oder später auch bekommen werden. Und zwar ist es eine Low-Budget-Version. Das sind diese kleinen Bücher, haben eine Farbseite drinnen, ein neues Artwork. Die sind zum 25-jährigen Jubiläum von Sailor Moon erschienen, by the way. Und drinnen ist es einfach nur schwarz-weiß, sehr simpel gehalten, ist auch vom Preis her 780 Yen, 7, 8 Euro, so circa, kostet auch nicht viel. Das ist halt die Low-Budget-Version aus Japan. Aber es gibt dann noch ein viertes Produkt, aber leider war der Erfolg nicht so groß und wurde nicht weitergeführt. Und zwar sieht auf den ersten Blick auch so aus, ist aber so groß wie ein normaler Manga. Und zwar gab es in Japan vor ein paar Jahren auf Basis der Kanzenban, sprich der Eternal Edition, ein Manga in Englisch-Japanisch. Und zwar, wenn ihr euch hier die einzelnen Manga-Paneele anschaut, wurde versucht, mit beiden Sprachen zu arbeiten. Hier auf Japanisch, hier auf Englisch. Sinn und Zweck war, damit Japaner leichter oder mit Spaß Englisch lernen. Davon gab es eine Ausgabe. Ich habe es dann nicht mehr weiter verfolgt. War leider dann doch nicht der Hit. Es gab dann auch zum Beispiel den Manga als Roman etc. Es wird viel experimentiert, aber durchgesetzt haben sich jetzt eigentlich so die vier Versionen. Also mit den 90ern fing es an, dann gab es in den 2000er die Re-Edition, bei uns in den 2010er, dann Kanzenban und jetzt die ganz neuen. Ich bin gespannt, wann wir die bekommen, denn als Sammler hätte ich die auch gerne auf Deutsch. Auch wenn die Geschichte sich nicht ändert und auch wenn ich jetzt hier irgendwie gefüllt 10 Ausgaben davon habe, aber es ist immer wieder schön, dass was Neues nachkommt und dass die Geschichte sich, so wie Sailor Moon auch eins selber sagte, sie wiederholt sich. Und ich finde es schön, dass sich auch hierzulande was tut. Und deswegen supporten wir das. Und ich hoffe, ihr supportet das auch und unterstützt es mit einem Kauf, auch wenn es etwas teuer ist. Aber nur so kann Sailor Moon im deutschsprachigen Raum immer größer werden, oder?
Ja, ich könnte eigentlich jetzt stundenlang philosophieren und diskutieren, aber ich glaube, ich habe jetzt für euch hier die wichtigsten Key Facts zusammengefasst, was der neue Manga ist, was der kann, was die Unterschiede sind. Und wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, im Namen des Mondes informieren wir euch sehr, sehr gerne. Schreibt uns und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!